Weißt, bei solchen mächtigen und großen Bergen, da denkt man irgendwie, wie klein man ist. Oder doch groß. Heute geht's um die Größe. Um echte... Was denkt ihr jetzt bitte schon wieder? Es geht im heutigen Video um die richtige Fahrradgröße. Es geht selbstverständlich um die Rahmengröße des Fahrrades, oder? Logisch. Und so überraschend das ist, das Ganze hat relativ wenig mit eurer Körpergröße zu tun. Aber ich will nicht vorgreifen, fangen wir ganz von vorne an. Wir haben extra einen, ich sage mal, versierten Fachmann mit im Video und der soll mal ein paar Worte darüber verlieren. Unterschiedliche Fahrradhersteller haben ja unterschiedliche Ideen, wie man Rahmengröße bezeichnen, beschreiben, bauen oder sonst irgendwas soll. Die verschiedensten Räder sind verschiedenst groß. Bei dem einen ein M ist beim anderen vielleicht ein L oder sonst irgendwas. Oft will man sich ein Radl kaufen und es gibt es in verschiedenen Größen. Und dann ist es eindeutig, das L ist mir viel zu groß, ich nehme ein M. Okay, danke, das Video hat sich für euch erledigt. Das Video hier betrifft hauptsächlich jene Leute, die eventuell zwischen zwei Rahmengrößen stehen könnten. Nimm jetzt ein M oder nimm ein L oder ich habe keine Ahnung. Die eindeutig wissen, das passt mir super, ich bin ein L, bei dem Hersteller passt mir das und bei dem Hersteller will ich ein M, weil ich weiß, ich will 74 Reach und was. Die aber dazwischen liegen, ja, für die ist das Video eigentlich gedacht, damit sie sich besser entscheiden könnten, welches dieser Räder sollte ich jetzt wirklich nehmen. Wie finde ich jetzt aber den richtigen Fahrradrahmen, die richtige Fahrradrahmengröße für mich selbst? Und wie ausschlaggebend ist dabei überhaupt irgendwas und worauf sollte ich achten? Das schauen wir uns in dem Video an. Natürlich hat jeder Hersteller irgendwie so eine Art Vorschlag. Einen Vorschlag, welcher große Mensch sich welches große oder kleine oder dazu passende Fahrrad kaufen sollte. Diese Vorschläge des Herstellers, wie soll ich sagen, basieren aber auch auf der Philosophie des Herstellers, die er für richtig hält für seine Fahrräder und berücksichtigt nicht, was ihr mit dem Fahrrad in Wirklichkeit vorhabt oder in Wirklichkeit macht. Anders formuliert könnte man sagen, der Hersteller hat keine Ahnung, wie gut ihr Radl fahren könnt. Es gibt ja viele Leute da draußen, die sagen, das ist so klein und das ist so verspielt und das fühlt sich viel verspielt an und ja. Stimmt, verspielt, verspielt. Verspielt sind wir alle, oder? Wer ist denn von euch nicht verspielt, oder? Was heißt verspielt eigentlich? Nur weil ich einmal um eine Kurve fahre und das ist mir gelungen, bin ich kein verspielter Fahrer. Ich meine, Entschuldigung, weil ich einmal über eine Wurzel über den Kopf bin. Ich meine, ja. Wenn wir hier von verspielter Fahrweise reden, dann meine ich abziehen, wo es nur geht. Das Radl vielleicht aufs Hinterrad bringen, wo es nur geht. Wenn ich irgendwann Sprung sehe, den springen, auch wenn es nur eine natürliche Kante, eine Wurzel oder sonst irgendwas ist, wo es nur geht. Jede Kurve so eng anfahren, wie es nur geht. Und die Hinterrad umschneuzen, wie es nur geht. Und sonst auch immer irgendwas einbauen, obwohl weit und breit eigentlich kein Grund war, dass man da jetzt Pompanadl macht und mal ruhig einmal 200 Meter gerade fahren. Nein, auch auf die 200 Meter gerade noch irgendwie irgendwas abzieht und noch irgendwo. Das nenne ich verspielt. Okay. Und wenn ich sowas machen will die ganze Zeit, ja, dann habe ich mit einem etwas kleineren Fahrrad ein bisschen mehr Freude. Kann es leicht in der Gegend rumschmeißen. Wenn ich aber auf einer normalen Strecke, einem normalen Trail, der ist 200 Meter einfach nur in eine Richtung geht und während den 200 Metern, unabhängig davon, was auf dem Trail tatsächlich passiert oder nicht, wenn ich auf den 200 Metern keinerlei inneres Verlangen spüre, jetzt irgendwas Zusätzliches zu machen, also jetzt hupfe ich, obwohl es keinen Grund gibt. Oder jetzt gehe aufs Hinterrad, obwohl es keinen Grund gibt. Jetzt mache ich sonst irgendwas, obwohl es keinen Grund gibt. Also wenn ich dieses Verlangen nicht verspüre, dann habt ihr wahrscheinlich auch nicht unbedingt einen verspielten Fahrstil. Wie viele von euch würden sagen, dass sie wirklich verspielte Fahrer sind? Wie viel wirklich? Seid mal ehrlich zu euch selbst und bewertet euer eigenes Fahrkönnen einmal wirklich ehrlich. Könnt ihr jetzt kurz Pause machen, das Video auf Pause und damit kurz, ich höre auch nicht zu. Macht euch das mit euch selbst aus, aber seid ehrlich zu euch selbst und bewertet wirklich euer eigenes Fahrkönnen ganz sachlich, ganz ehrlich. Und dann werden wir wahrscheinlich feststellen, die allermeisten von euch sind jetzt nicht unbedingt so die ultimativen verspielten Supertrickser, oder? Seien wir sie ehrlich. Und dann ist die Frage, ob ihr ein Fahrrad braucht für einen verspielten Fahrstil. Ich sage, die allermeisten unter euch da draußen oder wahrscheinlich die allermeisten von alle Mountainbiker
haben einen eher nicht verspielten Fahrstil. Ich bin auch kein verspielter Fahrer. Ich fahre da runter und mache Holo da rum und bumm, rumpel die Pumpe, zack, zack. Aber ich mache nicht irgendwas Verspieltes in dem klassischen Sinn. Daher ist die Frage, ob ich wirklich ein verspieltes Rad wirklich will oder brauche. Oder ist es ein gescheiter Rad, mit dem ich sicher unterwegs bin und Spaß habe, weil ich mich nicht so irgendwie hochgradig konzentrieren muss. Die Frage muss jeder selbst beantworten. Die kann man nicht so pauschal sagen. Ich fahre gern mit dem Helium zum Beispiel, weil das ist einfach kürzer vom Radstand wie das Kenevo. Und es fährt sich auch witziger, unterhaltsamer. Man muss etwas mehr tun dabei. Aber das macht mir mehr Freude, weil ich es tun muss. Okay? An Tagen, wo ich mich nicht allzu sehr verausgaben will, wo ich so ruhig angehen will, hucke ich mir aufs Kneb und sage, fahr mal, und jetzt macht Rumpel die Pumpel und ich brauche mich nichts mehr kümmern. Die eine Hälfte übernimmt der übermassive Federweg und die zweite Hälfte übernimmt der übermassive Radstand. Und dann ist der Malle da noch, also du kannst jeden Interessierten offen draufsetzen, kommt der jeden Berg runter. Also das ist das kleinste Problem. Wenn du aber etwas willst, das deinem Fahrkönnen entspricht, solltest du vielleicht ein bisschen was Quirligeres wählen. Aber Vorsicht, es muss auch dem Fahrkönnen entsprechen. Nicht nur kaufen, weil irgendeiner meint, ah, das ist ein verspieltes Trailbike. Ja, ja, was brauchst du ein verspieltes Trailbike, weil du gar nicht verspielt bist? Da gibt es diesen, wie heißt das, dieser Monkey-Modus oder Affen-Kodex oder wie heißt das? Der Affen-Kodex oder Quotient oder? Isst ihr euren Affen-Kodex schon? In Affen, du kennst deinen Affen, echt? Oder weißt du gar nicht, was Affenkodex ist? Wir kennen alle das weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci. Ich habe hier in grober Form rekonstruiert. Machen wir es kurz. Der Typ hat sich in vielen Dingen geirrt und natürlich auch bei dieser seiner Malerei von dem lockerten Hansel, der da alle Finger wegstreckt. Das wissen wir eh. Weil warum? Jeder Mensch ist nicht gleich. Also nicht jeder Mensch ist gleich. Und nicht einmal die gleichen Menschen sind gleich. Jeder hat unterschiedliche Dimensionen. Also keiner hat zwei gleiche. Das geht gar nicht. Ne? So quasi. Und das ist jetzt zwar vielleicht bei linker Hand, rechter Hand vielleicht wurscht, aber es geht hauptsächlich hier, mir geht es hier hauptsächlich um Beinlänge und Armlänge. Es gibt nämlich Menschen, die haben kürzere Beine und längere Arme. Es gibt Menschen, die sind größer als sie lang sind, also die sind höher als sie lang, also die meisten sind höher. Lasst es mich erklären. Stellt euch einmal irgendwo hin und messt euch die Größe ab, vom Fußboden bis quasi da oben. Ne? Und dann streckt es beide Arme aus, also so ganz weit weg, also so. Und dann messt es von der einen Fingerspitze bis zur anderen Fingerspitze abmessen. Und dann werden manche unter euch feststellen, dass die Distanz Fingerspitze zu Fingerspitze länger ist als die Distanz Kopf bis Fußboden. Ja, da schon her. Manche werden feststellen, Fingerspitze bis Fingerspitze ist kürzer wie Kopf bis Fußboden. Man könnte das so grob sagen, bin ich zwischen zwei Größen und bin mir nicht sicher und habe längere Arme, also weil meine Armdistanz quasi mehr ist als meine Körpergröße, dann nehme ich vielleicht eher das größere Rad. Und wenn ich eher kürzere Arme habe, dann nehme ich vielleicht eher das kürzere Rad. Könnte man so sagen. Ich bin einer, der hat eher längere Arme im Vergleich zur Körpergröße. Auch deshalb gefallen mir Räder mit einem etwas, ich sage mal in Anführungszeichen, längeren Reach besser. Oder grundsätzlich längere Räder, weil irgendwo meine Hände hingehen muss, quasi. Auch wenn es nicht so einfach ist, aber in manchen Fällen reicht es wahrscheinlich schon. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, das ist wie verspielte Bike, das geht so toll um die Kurve. Ja, das Rad geht so schlecht um die Kurve und das ist ein Wahnsinn, weil ich bringe das Rad so schlecht. Dieses Rad, das ist so lang, das geht nicht um die Kurve. Ich brauche es unbedingt ein Mallet und ich brauche... Kein Mensch braucht ein Mallet, kein Mensch braucht kurze Räder. Jedes Rad geht um die Kurve, jedes Rad geht um jede Kurve. Ich sage anders, jedes Rad geht gut um die Kurve. Aber vielleicht kann es der Fahrer oder die Fahrerin einfach nicht. Vielleicht wäre die richtigere Formulierung, ich bringe dieses Fahrrad nicht um die Kurve, weil mein Fahrkönnen dem nicht entspricht. Klar, wenn es einer nicht kaut oder sieht er mit einem kürzeren Rad leichter. Richtig. Und mit einem längeren schwerer. Richtig. Es ist aber nicht das Rad, das nicht um die Kurve gehen würde. Gell? Aufpassen. Man kann mit einer langen Gurken genauso um enge Kurven flitzen. Ein langer Schlitten auf der Autobahn ist komfortabler wie so ein kurzer Schlitten. Ja, weil der kurze Schlitten hat das Problem, wo gibt das ein Gewicht hin zwischen den Rädern und ist ein bisschen mehr wackelig. Bei den langen ist der Bereich, wo das Gewicht sein kann, auch größer und es ist weniger wackelig. Und beim Fahrrad ist das noch schlimmer, weil da sind die Räder noch weiter beieinander. Größere Räder
längere Räder machen es leichter, das eigene Gewicht zwischen die Räder zu bringen. Logisch, ne? Da rall, da kann ich da mitten sein, wo ich will. Ich bin immer zwischen die Räder. Kleinere, kürzere Räder machen es schwieriger, mein Gewicht zwischen den Rädern zu halten, weil der Bereich, wo ich mein Gewicht halten sollte, einfach viel kleiner ist wie bei einem großen Radl, wo ich... Logisch, oder? Ich sag's nur. Okay, aus eigener Erfahrung. Kürzere Räder, du musst ein bisschen, ja, dann wird's da schon ein bisschen ui und ein bisschen Ich werde eher wackeliger, wenn's kürzer wird. Das kann mir wurscht sein, wenn ich's kann, weil mein Fahrkönnen dementsprechend ist, dass ich weiß, was ich mit meinem Gewicht mache. Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Gewicht machen sollten, vielleicht lieber etwas längere Räder wählen, weil dann haben sie einen größeren Bereich, wo sie mit ihrem Gewicht etwas machen können. Deshalb erlauben größere Bikes auch mehr Fehler. Sie sind einfach stabiler, wenn die Raffen weiter außen stehen. Eigentlich nachvollziehbar logisch, oder? Insofern sind größere, längere auch etwas besser geeignete für Leute, die vielleicht nicht so super versierte Trail-Profis sind. Wenn man ein gewisses Fahrkönnen hat, wenn man weiß, was man tut, wenn man weiß, wo sein Gewicht ist und wenn man damit leben kann, dass man sein Gewicht immer sehr gezielt irgendwo hin, dann kann ich auch mit einem kleineren Rad natürlich super leben. Dann bin ich vielleicht sogar lustiger und einfach sagen, verspielter, lebendiger unterwegs mit meinem kleineren Rad. Ich muss aber wissen, wie gut fahre ich? Wie gut fahre ich wirklich? Und ehrlich sein zu sich selbst. Aber Achtung! Zu lange ist auch schlecht. Gell, aufpassen, auch zu lang ist schlecht. Nicht gleich zur nächstgrößeren Größe greifen, nur weil man denkt, Wort viel hilft viel. Nein. So einfach ist die Sache wieder nicht, vor allem beim Radl. Weil ich muss das dann doch mit einem Armen und meinem Oberkörper, mit meinem ganzen Körper manövrieren können. Und wenn alles zu weit vorn ist. Wenn das Rad zu lang ist, dann habe ich einfach zu viel Gewicht auf den Händen, weil ich mich schon zu weit nach vorne und da bin ich nicht mehr. Und das will ich nicht. Auf den Armen will ich kein Gewicht haben. Die Beine sollen das Gewicht tragen, aber nicht die Arme. Die Arme wollen in Ruhe gelassen werden. Die sind wie Seile quasi. Die Beine sind wie Holzpfosten. Die halten mein Gewicht. Die Arme steuern mir und helfen mir beim Dirigieren des Fahrrades. Aber die sind nicht die, die das Gewicht halten wollen. Deshalb will ich auch kein allzu langes Rad, wo dann zu viel Gewicht. Und dann tut man das wieder weh. Nix. Zu lang, schlecht. Große, lange Bikes sind schnell. Größere Räder, längere Räder sind meist schneller. Spürbar, messbar schneller. Also ich habe 17.000 Spitzkern, aber auf einem normalen Trail sind die in der Regel schneller. Kürzere Räder fühlen sich quirliger an, fühlen sich schneller an. Sind aber nicht immer zwingend schneller, kommt auf dem Fahrrad drauf an. Eine S-Klasse Mercedes ist auch schneller wie ein kleiner Fiat 500, aber nicht nur wegen einem Motor, sondern weil das Ding auf der Autobahn auch beim Bergabrollen einfach besser rollt, weil es länger ist. Satter da liegt, das ist so. Entschuldigung an alle Fiat-Fahrer. Also der gleiche Fahrer am kürzeren Bike, am kleineren Bike fühlt sich schneller. Der gleiche Fahrer am längeren Bike, gilt auch für Fahrerinnen selbstverständlich, ist schneller. Je nachdem, was ich will, sollte ich wählen. Die Frage ist es aber, woraus generiere ich meinen Spaß? Woraus generiere ich meine Fahrfreude? Aus echter Geschwindigkeit in km/h oder aus gefühlter Geschwindigkeit für mich? Oder in kurzen Worten, stehe ich mir auf Hopp und Pop, dann sollte ich mir eher das kleinere Bike nehmen. Stehe ich mir auf Push und Flush, dann sollte ich mir eher das längere Bike nehmen. Push und Flush, echt jetzt? Oder größere Bike, das meistens dann auch länger ist. Jeder sollte sich selbst überlegen, wie gut er fahren kann, was er fährt, wie er es fährt und ob er dazu ein kleineres, verspielteres, unter Anführungszeichen, Radl braucht oder eher ein bisschen längeres, ein bisschen stabilitätsförderndes, ein bisschen Sicherheit gewährendes, ein bisschen stabiler laufendes Fahrrad haben soll. Ich glaube ernsthaft, die meisten Leute da draußen profitieren eher von einem längeren Rad, das mehr Stabilität und daher auch mehr Sicherheit bietet. Die allerwenigsten da draußen brauchen ein kurzes Rad, das man umwieselt als wie ein Wilder, das man permanent aufs Hinterrad zieht, wo das Hinterrad irgendwelche Sachen macht, wo man zwischendurch ein bisschen Nosebumpen und auch manuell einzieht. Wenn ihr zu der Kategorie Fahrer gehört, dann ist die Empfehlung, nehmt im Zweifelsfall, wenn ihr zwischen zwei Größen steht, eher das kleinere. Für die Masse aller Fahrer aber eher das größere. Tja, heute haben wir hoffentlich wieder was gelernt und der eine oder andere weiß jetzt, was er tun muss oder tun soll oder tun kann.
oder auch nicht. Wenn wir was gelernt haben, auf jeden Fall würde mich freuen, wenn es unterhaltsam war, freut mich noch mehr. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann freue ich mich am meisten. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Nehmt die Rahmengröße in Betracht beim Kauf eures neuen Rades, die zu eurem Fahrstil passt. Und für euch selbst individuell die richtige ist und nicht die, wo der Hersteller meint, dass ihr die vielleicht fahren solltet. Und nicht zwingenderweise die, die euch vielleicht der Hersteller oder der Händler einreden will. Tschüss, Baba und ciao. Da drüben liegt Schnee. Das ist so schön. Seht ihr? Seht ihr? Der pure Wahnsinn. Der pure Wahnsinn bricht aus. Weißt? Wenn du mit so einer Aussicht ein Video machen darfst, ist das eigentlich ein Wahnsinn, oder? Kurze Aussichtsgenießungspause.